Hey ho, Minecraft-Freunde, beziehungsweise Monster-Freunde. Und willkommen zum ersten Teil des Double Features. Ich hoffe, das ist richtig so. Ja, uns geht mal wieder die Energie so ein bisschen aus. Ich hasse das, wenn es buggt. Eigentlich ist hier doch genug da. Und mal zeigt das an, mal zeigt das nicht. Der läuft auf volle Pulle, das ist gut. Hier ist wieder nichts drin, da ist wieder nichts drin. Haben wir noch Seeds? Haben wir noch Seeds? Haben wir noch Seeds? Wir haben noch ein paar Seeds da. Ich sag einfach nochmal hier, komm, mach nochmal ein bisschen was. Ich habe unten erstmal ein paar Seeds hergeholt. Im Maserator ist aktuell Uranium, was zu Crushed Uranium Ores verarbeitet wird. Dieses wiederum habe ich schon mal hier reingefügt und er heizt sich gerade auf oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht fliegt uns das Teil gleich um die Ohren. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Mal sehen. Das wird auf jeden Fall gleich sehr spannend. Das habe ich schon mal vorbereitet, weil es doch, wie man sieht, sehr lange dauert. Und der Mutagen-Producer ist auf jeden Fall hier und er hat sich auch schon ein bisschen aufgeladen. Des Weiteren ist unsere Energiezelle komplett leer gefahren. Und, oh, dieses Kabel, ey, das muss ich auch nochmal versetzen. Und diese baut sich derzeit auch ab. Es ist schlecht. Mal sehen. Aber es ist gut, dass wir so viel haben. So, das Ding ist grün geschaltet. Aha. Mal sehen, was daraus wird. Ist auch schön, dass ich mal hier so eine graue Ansicht habe und mal eine schönere Ansicht. Also da sträubt sich so ein bisschen das Texture Pack. So. Okay. Ah, ja, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Okay. Alter Schwede, ey. Alter Schwede. Passiert das auch, wenn wir das? Ja, natürlich. Alter, da stand was von 2 Minuten. Oh. Oh. Das ist übrigens der Spawnpunkt. Der World Spawner. Und ich hoffe, ich komme da jetzt hin. Nein, so viel Wasser. Autsch. Ja, ein super Start, würde ich sagen. Alter. Hörst du auf, du. Ich sag ja, sehr gewagt das Zeug. Krass. Wirklich krass. Dieses kleine Teil ist noch schlimmer als das andere. Okay. Ach nein, meine Powerrüstung. So eine Kacke. Da müssen wir echt aufpassen, dass wir nirgendwo runterfallen. Aber wir sind ja fast da und es wird auch gerade wieder hell, das ist gut. Ein super Start, würde ich sagen. Und na, ich drehe mich jetzt nicht um. Geh weg, geh weg. Lasst mich in Ruhe. Lasst ihr wohl mich in Ruhe. 2 Minuten Radioaktivität, ey. Alter Schwede. Ho. Oh, Baumfarm, Baumfarm, Baumfarm. Zap, zap, zap. Mal gut, dass ich hier so einen kleinen Hintereingang hatte. So. Okay. Ich habe wieder alles. Das heißt aber auch, dass ich mal diesen Latest Death ausschalte. Oh, da hinten ist noch was. So. Das nehmen wir, das nehmen wir, das. Und Schürchens fehlen. Wo sind die Schürchens? Wo sind die Schürchens?
Super Sache. So ein Power-Magnet. Ah, dann ordnen wir mal wieder das hier so ein bisschen. Holzwerkzeug? Hatten wir Holzwerkzeug dabei? Ehrlich? So, ist ja schon fast ungefähr da, wo wir es alles haben. Das ist okay so. Das kommt hier nach vorne. Fackeln brauchen wir ja nicht mehr so oft. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass das so heftig ist. Und wir haben keine Energie mehr. Ich habe hier übrigens auch einen Generator hingestellt erstmal. Weil wir natürlich, das Biofuel ist gerade so ein bisschen knapp geworden. Beziehungsweise die Biomasse. Wie kriegen wir das da am besten raus? Ach so. Der Trick mit dem Rucksack ist übrigens. Aha. Shift und mit der Hand abbauen. Und dann geht der in unser Shadow-Inventar oder sowas. Ja. Wie sieht's denn hier aus? Aha. Okay. Die nehmen wir mal kurz. Zip. Und setzen sie dorthin. Und sie entlädt sich super schnell. Dafür haben wir allerdings hier auch gleich richtig Power. Nach oben. Wie sieht es nach oben aus? Nach oben ist Input. Okay. Das ist nicht weiter tragisch. Wie gibt es dafür einen Schutzanzug? Diamond. Steel. Okay. Bronze. Wooden. Ja, Wooden ist immer am besten. Es ist ja irgendwie Kacke, würde ich sagen, oder? Wie bekommen wir denn raus, ob es dafür einen Schutzanzug gibt? Das ist ja irgendwie ziemlich schlecht, würde ich behaupten. Und wir haben hier auch nicht genug Power. Wir machen einfach mal so. Ach so, der hat. Oh, der hat gar nicht genug Power. Oh, shit. Der produziert einfach zu wenig. Können wir den mit dem Schalter ab ausmachen? Mist. So, vielleicht. Können wir den wieder abnehmen? Hallo? So. Ja, das war so klar. Das war sowas von klar, dass der seinen Heat gleich wieder verlieren wird. Tja, mein dick Uranium könnte es aber nicht transportieren, weil wir keine Schutzkleidung haben. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Hat irgendwer eine Idee? Kacke. Auf jeden Fall brauchen wir deutlich mehr Energie. Wir brauchen deutlich mehr Energie.
Das müssten wir ja so hinkriegen. Dann kann er erstmal stornen. Wenn wir jetzt uns einen Importbus schnappen, dann können wir es ja dahin importieren. Und dann könnten wir so gesehen dort. Ja, das soll. Da muss es ja auch in die Hand nehmen. Oha, das könnte gefährlich werden. Purple Crystals. Wo haben wir denn unsere ganzen Crystals? Hatten wir nicht mal eine Kiste dafür? Denn wir könnten uns theoretisch, rein theoretisch könnten wir uns ja ein Heilungskristall bauen. Ja, ein Heilungskristall, der uns vielleicht am Leben erhält. Voll heftig, das Zeug. Also, wir nehmen uns einfach mal einen Importbus. Basic Importbus. Das sollte eigentlich ausreichen. Den hauen wir mal dort dran. Haben wir noch ME-Kabel? Wir haben noch ME-Kabel. Das ist gut. Zapp. Schön. Das ist natürlich doof gelaufen wieder, ne? Ah, wir brauchen mehr Energie. Zumindest EU. Okay. Dann können wir theoretisch, ja, können wir das hier wegmachen? Das können wir noch wegmachen. Einen Exportbus. Haben wir noch einen normalen? Fusi Export. Okay. Und zapp. Können wir theoretisch den ja auch wegmachen. So. Und da müssten wir jetzt. Alter, wie soll ich denn das machen? Da komme ich nicht ran. Verdammt. Ich habe Angst. Nee, ich will davon nur einen haben. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ich muss es ja da anklicken, hier reinlegen und dann habe ich es im Inventar. Dann kann ich es uns wegschmeißen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, falls ich sterbe, dann ist es halt so. Für die Wissenschaft, ne? 10 Sekunden. Zap, weg. Das ist eigentlich schwachsinnig. Alter, was es mir abnimmt, ey. Okay, pass auf. Dann machen wir das einfach mal so. Drücken J. Und schmeißen es da wieder rein. Und machen J wieder aus. Komm, das überlebst du, das überlebst du, das überlebst du. Warum baust du dich ab? Nein. Geothermalgenerator aufbauen, damit wir hier genug Power haben. Ja, oder? Geothermalgenerator. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Eigentlich wollten wir ja von Lava so ein bisschen weggehen, weil Lava ist halt Lava. Und Lava ist nicht gut, finde ich, so lala. Achso.
Ja, das sollten wir natürlich mit drin haben. Das geht nicht. Das geht aber. Okay. Das ist irgendwie gerade ein bisschen laggy. Merkwürdig. So. So. Mutagen haben wir schon einiges. Okay. Müssen wir da noch den noch irgendwie mit Lava füllen? So. Lava. Pass auf, wir schnappen uns den von unten, den Tank erstmal. Das geht ja hier nicht anders. Du hast ein bisschen was gestort. Ups. Warum leckt denn das jetzt hier so, Alter? Hier oben leckt es nicht mehr. Ha. Aber hier leckt es wieder, okay. Pass auf, den setzen wir mal dorthin. Es gibt's doch gar nicht. Warum leckt denn das jetzt wieder? Ach ja, das gute Leck. Eins und zwei. Umdrehen, läuft da. Der macht immerhin 20 EU. Das könnte ausreichen. Ja. 2,35. 2,35. Was haben wir denn hier für ein Zeug? Was macht er denn? Achso, warte mal. Wir können ja hier hinten gucken, ne? 2,38. Okay. Wie kriege ich ihn da raus? 2,35. 500. Achso, ich bekomme aus den 2,35 Use 4. Okay. Wenn ich davon 9 Stück habe, dann kann ich die umcraften und bekomme dann einmal mehr raus. Alter, verseuchte Scheiße hier. Das kann ich aber nicht anfassen. Also ich muss mir was überlegen. Zumal ich auch irgendwie den Client neu starten muss, weil es schon wieder leckt wie Sau. Weil es jetzt immer so ist, das wäre ziemlich beschissen. Aber es sieht gut aus. Das sieht gar nicht schlecht aus, würde ich sagen. So. Alter. Wir müssen auf jeden Fall noch ins Bett gehen hier. Kann ich sein, dass wir so weit weg spawnen? Gut, dann lassen wir das erstmal laufen, würde ich sagen. Der lädt sich gerade auf. Die Energie wird gerade auch mehr. Von daher müsste das eigentlich erstmal funktionieren. Kurzes Stand der Dinge ist übrigens auch 1113. Das heißt, ich glaube, wir müssen 8er oder 9er bauen. Das sind schon über 100 Diamanten in letzter Zeit geworden. Das ist gar nicht schlecht. Oh, wenn ich hier aufgehe, geht's weg. So. Der startet wieder und craftet uns da fleißig Dinger. Wofür das Ganze ist, ja, sage ich am besten in der nächsten Folge. Okay, der ist stehen geblieben, weil wir hier wahrscheinlich auch gar kein Biofuel und demnach keine Energie produzieren. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall einen Plan ausdenken, dass wir hier irgendwie. Aber hier ist noch Energie. Na?
Also einer arbeitet auf jeden Fall noch. Vielleicht auch zwei. Von daher mal sehen. Ich werde auf jeden Fall jetzt den kleinen neu starten und dann das zweite aufnehmen. Bis dahin sage ich mal auf Wiedersehen und ja, was heißt auf Wiedersehen? Bis gleich, sage ich mal. Ciao, ciao.